Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft nach Mr. Marvel Busch, der professionelle Hurensohn. Ja, ich bin Fachmanager Hurensohn. Ja, sind wir eklig, Mann. Wir sind eklig, hast du gehört? Wir sind eklig. Wir wurde was geschrieben. Es wurde geschrieben, dass wir eklig sind. Wir können sein Hurensohn und so eine Scheiße sagen. Und Mongo und Fotze und sowas. Morgen bist du eine Fotze übrigens, immer gesagt. Aber ich nenne alle meine Freunde entweder Hurensohn oder Huren. Ey, du Huren, kennt jeder, ne? Nee. Und Olaf ist zu Besuch. Erstmal, es kam eine lange Zeit kein Minecraft-Nacht mehr. Woran lag das? Ich weiß es nicht. Ich hatte keinen Bock. Nein, ich hatte Praktik. Nee, fand ich, glaube ich, erst nächste Woche. Erstmal rumlügen, also, ne? Für Leute, die meine Folge sehen, die werden das wahrscheinlich in ganz normalen Ablauf haben. Außer, dass ein Riesenabstand einmal dabei war bei Liam. Ja, ich hatte keinen Bock aufzunehmen. Wir wollten eigentlich schon gestern aufnehmen, aber ich dachte mir so: Zero! Zero! Nein, ich habe mich überall beworben. Ich war auf der Gamescom einmal. Ich war in Schweden einmal in der Schulzeit sogar, weil ich Gangster bin. Er war Kanu fahren, weil er ja Kanu fahren. Gamescom ist richtig geil. Ich mache noch mal eine Folge Resident Evil darüber. Ja, auf jeden Fall. Schule, Schulstart. Ich habe erst dieses Jahr kaum noch Zeit zum Aufnehmen. Warum? Weil ich einen Abschluss schreibe und ich mich Mühe geben muss. Genau. Ich bin Minecraft-Nacht auch nicht bei mir, ohne Liam, weil weil du keine Videos ohne mich machst, deswegen, weil du Lappen bist, deswegen. Ich bin Johnny, ist ein riesengroßer Lappen. Oh fuck, ich hab jetzt hier Bärenmische gesetzt, das wollte ich gar nicht. Och Junge, die wachsen so schnell nach Nee. Guck doch mal in unsere Kiste, hör auf Bären abzubauen. Hast du mal. Komm mal mit, du Idiot. Ich guck jetzt hinten die Kiste. Stack. Stack, Steine. Warum sind die? Guck, jetzt haben wir die Kiste. Soll ich das sagen? Unser Zelt hat jetzt eine Tür. Ich wollte eigentlich heute sagen, dass du heute alles, was da ist, mitnimmst und dann. Komm mal mit. Und dann das hier reinstellst. Da unten. Die Kisten. Hier grobe Erde, rein damit. Die Kisten? Alles! Alles! Nö. Mach mal auf nach der Aufnahme. Ich hab keinen Bock, dass du auftauchst. Übrigens, unsere Folgen sind jetzt länger. Sie haben jetzt 22 statt 21 Minuten lang. Einziges Problem dabei ist, wir haben 1000 Aufnahmeversuche, deswegen sind wir nur bei 19 Minuten. Genau, es sind zwei. Einen sehen Sie am Ende der Liams-Folge. Meinen können Sie irgendwann in den Zusammenschnitt ziehen. Wenn Sie jetzt unsere Zuschauer, hat Ihnen das Video gefallen, dann lassen Sie jetzt ein Like da. Und dislike alle anderen. Hallo. Übrigens, die Abstimmung ist online, was das Schild da betrifft. Das könnt ihr jetzt abstimmen in der Folge. Boris schlägt mich. Übrigens. Deine Mom, weil du es abgebaut hast, Hurensohn. Ja, das will ich da unten hinbauen. Ja, ich baue jetzt beide da unten hin, in so einen Schildraum. Ich baue jetzt erst so einen Schildraum. Achso. Da gehe ich jetzt erkunden, Junge. Ich will gucken. Weil ja irgendwie jede Folge, wenn wir aufnehmen, was anders in unserer Welt ist, kann ich es mal ein bisschen erkunden. Kann da rein sein, weil jetzt muss doch auch mal wieder was Riesiges passiert sein, weil die Zeit läuft doch weiter, oder nicht? Ich weiß es, ich wäre nicht tot hier bei Ark. Wir liegen einfach nur im Zelt und denken uns, ja, wann kommen die mal online, ihr Arschlöcher? Hallo, wir warten. Zero! Ich geh mal zu unserem Freund hier. Zu wen? Wir haben viele Freunde. Ist er. Ist der vielleicht. Der ist auch wegen uns gestorben. War das nicht so? Ist euch ein Bett verändert? Geil! Der Typ, der da unten. Ich hab den Namen vergessen, wie der Typ hieß. Really? Nicht Willi, das war der Typ, der mit dem Haus. Ach, der Typ im Zelt, weil wir ihn beklaut haben, hat er nichts Gutes gestorben. Cool. Ja, der ist irgendwie unsere Schuld, aber fuck drauf. Woher willst du es wissen? Kann auch Schuld des Baumes sein. Ja, es war der Baum, ganz sicher, es war der Baum. Was soll niemals Bäume?
Pass mal auf hier, das war der Baum hier. Da, das war der Baum. Wie baut man einen Webstuhl? Aus Webstühlen. Ja, nimm mal Gerbstuhl. Also du gehst in ein Wilderdorf und suchst dort ein Dorf. Das war jetzt völlig dumm. Das schneide ich auch irgendwo mal rein. Also, du gehst in Wilderdorf, suchst ein Haus, wo ein Wilderstuhl drin ist, baust den ab und stellst es zu dir hin. Gecraftet. Beste Antwort. Du gehst in ein Villager-Dorf und suchst ein Villager-Dorf. Halt dein Maul, du Jude! Dann Spaß, dann bist du nichts gegen Juden. Was? Nee. Nein, McFly und ich hatten so in der Schule, wir mussten über Juden schreiben. So 13 Fakten oder so. Wir schreiben als erstes auf. Juden gelten als heute als Schimpfwort. Als in der heutigen Gesellschaft als Schimpfwort. Zweiter Fakt. Es leben 14 Millionen Juden in Deutschland oder auf der Welt oder so, keine Ahnung. Und dann dritter Fakt, die Juden haben so einen Stern. Genau das, die Juden haben so einen Stern. Und der letzte Fakt war dann, Sigmund Freud war ein Jude. Das waren unsere Fakten. Ich guck mal, ob Willi zu Hause ist, weil ich sieht man ja da. Erst verstalken. Und was Sixpack? Wer kennt das noch? Wer kennt doch Fünfer Sixpack? Wer kennt das noch? Und bitte, ganz ehrlich, falls Leute das noch suchen, weil sie es kennen, das gibt's nicht mehr. Gibt eure. Danke dafür, Snipe! Danke dafür! Er hieß Snipe und hat nie gesnippt. Er hatte nur einen Strip. Er hat einen Slip an meinem Zocken, das hat er mir mal erzählt. Ey, wir haben in der Schule, die hat den Namen Dringa und wir nennen sie immer Striptanga. Okay, erstmal Mobbing. Cybermobbing betreiben, das ist doch immer gut. Sie nennt sich selber so! Cybermobbing? Sagte der Typ, der sich Marlon Wilhelm Busch nennt. Ich habe auch einen haarigen Busch. Danke schön. Ich stelle mich bestimmt alle Leute, die mich nicht kennen, wie mit einem Afro vor. Das stimmt auch. Ich hab einen Afro. Digga, die wissen alle ganz genau, wie du aussiehst. Übrigens bin ich nicht zu Hause, aber ich weißt du was? Ich prank ihn jetzt. War nicht, wo wir ihn letztes Mal gesehen haben, auch nicht zu Hause. War nicht, er meinte, er ist auf Reisen oder so. Ich hab gerade sein Bett abgebaut und neu platziert. Er hat Kürbis und Schneebälle, wie immer. Warte, hab erstmal die ganzen Bücher durchlesen. Ich hab's noch nicht mehr gespielt, weil gleich was abgegangen ist. Ich wurde angeschossen. Alles okay. Früher war ich auch mal ein Bauarbeiter Minecraft. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Okay, das ist eindeutig, da schreit keiner. Dann ist das wohl neu. Cerro! Cerro! Okay, das ist neu. Gut, ich werde verfolgt. Und beobachtet, ich muss fliehen. Jetzt hängt alles von den Beinen ab. Und wieder ohne Ä geschrieben, sondern mit einem A. Hurensohn. Er kann halt nicht schreiben, er ist ein Schneemann, er schreibt mit Stöckern. Die muss er erstmal ein bisschen anbrutzeln und dann schreibt er ein Buch rum. Woher weiß, dass er ein Schneemann ist? Ach, wohl wegen den Schneeköpfen. Willi, woher kennen wir Willi? Ist es der Willi, ist die Frage. Ja, das ist wirklich die Frage. Ich vermute es mal. Warum die beiden? Ich mache gerade mein Schwert kaputt. Cool. Also meine Theorie. Ich hab mein Johnny Schwert eingeschmolzen und es dann umbenannt, also den Eisenklumpen umbenannt, den mir zurückgegeben. Johnny Schwert? Ja, das ist irgendwie Johnny der Schlechte oder so, das Schwert ist so. Und habe ich das so, habe ich es geschmolzen, weil er ganz hätte uns gekillt hat, habe ich es geschmolzen. Und hab's dann den Eisenklumpen umbenannt. Nee. Mein Schwert ist auch noch ein Eisenklumpen übrigens. Digga, du lachst wie so ein Raucher. Ich huste wie ein Raucher. Du bist ein Raucher, was? Also, ich wollte sagen, wo ist mein Schwert, aber ich hab's ja hier in meiner Hand. Das hatte ich eben mit meinem Handy. Ich wollte mein Handy suchen, wo ist es in meiner Hand? Ich meinte mit meinem Eisenklumpen, weil ich dachte gerade, hey, wo ist mein Eisenschwert? Ich hab nur den Klumpen.
Ich geh mal in deine Vault, die übrigens geschrieben, immer noch falsch geschrieben ist, was? Was? Und hier ist weiter nichts. Ja, was suchst du denn noch da? Hast du erwartet, dass du mal endlich was findest? Oh, war, Pfeife ist ziemlich laut. War das schon immer da? War das schon immer da? War das schon immer da? Was hast du denn jetzt schon wieder gefunden? Ein Remix. Was hat der Feine denn gefunden? Ein was? In einem Loch im Boden. Das ist ja nicht, aber. Weil ein Buch ist keine Musik. Ich habe das Buch gelesen, habe so, hä, wo ist denn die Musik? Ah ja. Ah ja. Jetzt hör auf so, zu machen, du bist kein Zombie. Ich hab das Mikrofon aber mitten in meiner Fresse. Immer diese Mikrofonkinder, ne? Ich bringe ein bisschen Milch mit, ne? Milch ist Gift. Trink niemals nichts. Alle trinke. Jetzt kommt Milch und dann kommt Wichse. Digga, wir sind ja auch ekelig, denk dran. Wichse. Digga, ich glaub, ey, die Folge ist so verschwendet, ne? Ich gammel hier nur dumm rum. Nächste Folge. Ich mach das, was du mir aufgetragen hast. Lippenstift. Was du mir aufgetragen hast, Lippenstift. Aber so ein AIDS-Verseuchten. Digga, wusstest du, dass bei unserer Schule nicht mehr ADHS gibt, sondern ADHS? ADHS und diese ganzen Kopfkrankheiten sind wieder keine Krankheiten mehr und nicht mehr diagnostiziert, muss ich ehrlich mal sagen. Ich gehe diese ganze Scheiße auf den Sack, ich bin behindert, weil ich nicht lesen und schreiben kann. Ach, fick dich doch. So, was? Ne? Ich meine, ich dachte mein ganzes Leben, ich habe ADS und ich hatte es nie. Dann ist einfach weg und ich dachte mir so, war ich jetzt dumm oder nicht und so. Und ich glaube mal ganz ehrlich, solche Menschen. Ja, vom Leben, das Leben prankt mich so. Ich war jetzt hier im Pool. Aus Lava. Oder aus Milch. Oder aus dem Wichse. Digga, ich bin immer so lau, weil hier überall Monster sind. Obwohl heute ist ehrlich wenig. Jedes Mal. Jetzt habe ich. Runterbückt und dann ins Mikrofon spricht. Das ist so geil, ne? Und sie denkt, sie geht leiser, wenn sie ins Mikrofon flüstert, dann hat man es immer lauter. Ich darf es jetzt schön rausschneiden. Danke dafür. Ich aber nicht. Doch, du musst es auch rausschneiden, sonst töte ich dich. Das ist hier eine Morddrohung, offiziell. Anzeige ist raus, das schreibe ich auch nicht raus. Drohen sie mir also mit einer Anzeige. Ja, oh scheiße. Au. Ja, wer darf jetzt jemand zeigen? Alles gut, ich habe meine Milch noch. In meinen Sack! Er hat Sack gesagt. Sack. Ich sag's nochmal, Sack! Kack. ADHL AIDS. AIDS gibt es nicht. Mein Leben wurde zerstört. Weil Liam gesagt hat, AIDS gibt's nicht. Das heißt, ich werde nicht morgen sterben. Nee, ja, wohl hast du AIDS. Hier, willst du Milch? Willst du Milch? Hier, oh, Milch, Milch. Hier, nimmst. Ja, auch kriegst du nicht. Auch kriegst du nicht. Ja, Milch kriegst du aber nicht, Hurensohn. Hör auf zu jammern, du Missgeburt. Ich töte dich jetzt, du Missgeburt. Fick dich, Hurensohn. Ah ja.
Du musst in meinem Video sehen, was ich gerade gemacht habe. Ich bin jetzt einmal gestorben, um mich zu holen. Also ziemlich unnötig. Was hast du gemacht? Ja, komm doch mal runter, Junge. Bin ich. Au. Ja, guck mal die Kisten an. Hier, habt ihr Milch mitgebracht. Liegt da! Da! Was hast du eingesammelt? Hast du in den Bucket gewichst? Ja, war ziemlich eine Explosion, musst du wissen. Hast du jetzt mal in die Kisten geguckt? Nein, hast du nicht. Junge, ich bin was tot auf! Arschloch. Hey, guck mal, wer hier oben ist. Er hat schon wieder einen Dirtblock geklaut. Wo ist er schon wieder? Ne? Hey, jetzt bitte achte ein bisschen auf. Junge! Ich würde gerade sagen, bitte achte ein bisschen auf die Sortierung. Ist es Boris? Es ist Boris, ne? Nee, das ist Tomaten. Ich. Fick dich, Boris, fick dich. Da drin bist du auch nicht sicher, nur so. Doch klar. Junge. Oh, geil, gebauen Mehl. Oh, es ist ja eine Wiese, schön. Idiot. Achtest du ein bisschen auf die Sortierung, sonst brenne ich die Kisten ab. Die können nicht brennen. Dann baue ich sie ab und zünde alles da unter an. Ich weiß, als wir McFly zusammen Minecraft gespielt haben und alles im Chaos war. Warte, ich muss kurz mein Schwert in den Bilderrahmen hängen. Nein, da geht das dort. Nix, da ist mein Schwert jetzt drin. Ich baue mal ein paar Sticks. Das Schwert kriegt einen Ehrenplatz. Achso. Bei der Crafted Bench. Ne, bei dem Ofen. Wir müssen einen Ofen bauen. Hol den Ofen her. Das müsste genau über den Ofen sein. Warte, ich baue den Ofen. Das ist doch eingeschmolzen. Hier hast du 16 Öfen. Geil, was soll ich denn 16 Öfen? Bist du behindert? Junge! Mach die Öfen! Passt perfekt, 4x4. Lass sie stehen! Lass die Öfen stehen! Lass die Öfen stehen! Eine Reihe weniger. Wofür brauchen wir so viele Öfen? Um Öfen zu bauen? Achtung! ADHL-AIDS. Ich hab keine Ahnung, mir wurde gerade diagnostiziert, dass ich kein AIDS hab und kein Tetanus und kein ADHS und ADS. Und ADHL AIDS? Das auch nicht. Junge, hör auf die Kisten, die zu umzuziehen, das nervt. Mach ich gar nicht. Liam ist ein kleiner. Voll gerne verwerfen. Gut, danke fürs Zusehen, das vielleicht der Hurensohne, ja. Nö, ich mach, nein, ich mach jetzt nicht aus. Okay.